Hallo, mein Name ist Maximilian Haas, ich bin Theaterwissenschaftler und Dramaturg und freue mich nun ein paar Sätze zum Thema Theater und Nachhaltigkeit sagen zu können. Wir leben in Zeiten multipler Krisen. Die Klimakrise ist nur eine von vielen und gerät immer wieder durch akute Bedrohungen in den Hintergrund. Die Krisen der Gegenwart sind aber miteinander verbunden und können nur gemeinsam angegangen werden. Es ist den neuen umweltaktivistischen Bewegungen, insbesondere Fridays for Future und Extinction Rebellion, sowie der Zäsur durch die Corona-Pandemie mit zu verdanken, dass sich viele Personen und Institutionen der freien Szene in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht haben, ihre Produktions- und Präsentationsweisen nachhaltiger zu gestalten. Querschnittsartig betrifft das Thema Nachhaltigkeit alle betrieblichen Tätigkeitsfelder, von der künstlerischen und kuratorischen Arbeit über die Verwaltung, die Gewerke, das Gebäudemanagement bis hin zum Publikum als Komponenten einer umfassenden Betriebsökologie. Wie keine andere ist die Klimakrise eine Generationenfrage. Sie wurde im Zuge der freitäglichen Schulstreiks auf der Straße formuliert und erreichte mit dem negativen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts über das Klimagesetz der Bundesregierung im letzten Jahr die höchste bundespolitische Ebene. Die Richterinnen argumentieren hier im Namen einer intertemporalen Freiheitssicherung, die davon ausgeht, dass der exzessive Ressourcenkonsum der heute Erwachsenen die Freiheitsrechte der Kinder und noch Ungeborenen einschränkt. Dabei verstanden sie ihr eigenes Tun als einen Weg der politischen Beteiligung derer, die noch keine demokratische Stimme haben. Wo ließe sich diese drängende Generationenfrage besser behandeln, direkter, ohne Umweg über politische Stellvertretung als im Kinder- und Jugendtheater? Wo ließe sich schöner, effektiver an einer gemeinsamen, zukunftsfähigen Welt stricken? Nachhaltigkeit ist keine Frage des quantitativen mehr oder weniger, sondern der qualitativen Neuerfindung der Arten und Weisen, wie wir diesen Planeten bewohnen. Natürlich müssen an dieser Erfindung insbesondere auch jene beteiligt werden, die noch am längsten auf diesem Planeten zu leben haben. Um diese gemeinsame Suche allerdings glaubwürdig zu gestalten, kommt es darauf an, dass wir heute schon die Umweltwirkungen unseres Tuns so weit als möglich reduzieren. Für diese Reduktion ist es wiederum vonnöten, dass wir wissen, wo wir wie viele Ressourcen verbrauchen und Natur beeinträchtigen. Und dabei kommen nun wieder die Zahlen zum Tragen. Von der Materialbeschaffung für Bühnenbilder über die ressourcenintensive Gebäudetechnik des Heizens und Kühlens, die Mobilität von Künstlerinnen und Mitarbeiterinnen, den Stromanbieter, das Catering, die Büroorganisation bis hin zur Anreise des Publikums gilt es, alle Abläufe auf ihre Umwelt- und Klimawirkung hin zu prüfen und nach Möglichkeit zu verändern. Die freien darstellenden Künste und unter ihnen die Kinder- und Jugendtheater arbeiten bereits mit der geringsten Ausstattung und einem entsprechend geringen Ressourcenaufwand. Gemessen an den planetaren Belastungsgrenzen ist dieser dennoch zu hoch. Zudem erwächst aus der öffentlichen Förderung eine Verantwortung für den klimaverantwortlichen Umgang mit den gewährten Mitteln. Unsere Emissionen zählen nämlich zum sogenannten öffentlichen Konsum. Weil sie allen Bürgerinnen gleichermaßen zugutekommen sollen, werden sie anteilig für alle Bürgerinnen veranschlagt. Wenn wir es nicht schaffen, geschweige denn nicht versuchen, unsere Emissionen in diesem Feld drastisch zu reduzieren, verfehlen wir nicht nur unsere eigenen Standards, sondern verunmöglichen es einer jeden Bürgerin nachhaltig zu leben, ob sie freie Theater besucht oder nicht. Die Erstellung einer Klimabilanz oder die Einrichtung eines strategischen Umweltmanagements sind kein Hexenwerk, machen aber den ohnehin schon überlasteten Personen und Institutionen zusätzliche Arbeit. Und es ist unsere Aufgabe, den politischen Druck aufzubauen, dass diese Arbeit ermöglicht und zusätzlich bezahlt wird, und zwar nicht aus den bestehenden Budgets von Kunst und Kultur. Gleiches gilt für Weiterbildung und Wissenstransfer. Dabei erlaubt die Nachhaltigkeitsperspektive auch einen frischen Blick auf unser eigenes Tun und stellt die Prioritätenfrage. Zudem sind mit den Problemfeldern von ökologischer Nachhaltigkeit auch etliche Formen der Ausbeutung verbunden, die auch uns Menschen umfassen. Und so kann die Nachhaltigkeitsagenda zu einer tiefgreifenden ökologischen und ökonomischen, aber auch sozialen und künstlerischen Transformation beitragen, die auch viele positive Aspekte hat. Die betriebliche Auseinandersetzung ist notwendig, aber nicht hinreichend. Wir sind vor allem auch als Künstlerinnen und Pädagoginnen gefragt, eine neue Lebens- und Wirtschaftsweise zu erproben,
die keine Hypothek für kommende Generationen bildet. Um dieses Probehandeln aber glaubwürdig zu entwickeln, müssen wir uns unserer negativen Umweltwirkungen zunächst bewusst werden und sie so weit als möglich und so schnell wie möglich reduzieren. Vielen Dank.